ist schon mal viel wert. Okay, meine Damen und Herren, liebe Pressevertreter, ich begrüße Sie recht herzlich heute zu unserer Pressekonferenz nach unserem letzten Saisonspiel in der Regionalliga Südwest in der Saison 2014-2015. Mit mir hier vorne die beiden Trainer, die ich recht herzlich begrüße. Und auch um Ihr Statement zum Spiel bitte anfangen. Ja. Wie immer werden wir mit unseren Gästen, mit Guido Hoffmann vom SV N2. Ja, erstmal hallo an alle und danke für die freundliche Begrüßung. Ich glaube, wir waren heute auch wieder freundlich genug, was wir da so abgeliefert haben, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ich glaube nicht, dass wir großartig anders gespielt haben als sonst. Wir haben Torchancen gehabt, auch zum Ausgleich eine große Chance. Und wir haben wieder grobe Schnitzer, grobe Fehler gemacht, schon vor dem 1:0. Wollte, glaube ich, der Erwin Nadana wollte auch noch meine Torschützenliste eintragen. Leider ins falsche Tor. Aber im Großen und Ganzen dürfen wir uns nicht vergleichen mit SV Elversberg. Hier sind ganz andere Ziele, ganz andere Voraussetzungen als bei uns. Es war ziemlich schwer, diese 14 Spiele noch zu spielen. Die Jungs haben alles gegeben, der Verein hat alles gegeben, es hat nicht gereicht und das muss man dann auch akzeptieren. Und aus so Spielen, Wochen, Monaten muss man auch die richtigen Schlüsse ziehen. Ich hoffe, dass der Verein das tut. Ich wünsche dem Verein SV N2 Lucke noch alles Gute. Ja. Und dem Mikrofon ja auch. Wünsche SV N2 Lucke alles Gute für die Zukunft. Wünsche Elversberg eine gute Kampagne nächstes Jahr und dann auch, dass die Ziele, die sicherlich höher gesteckt sind als Regionalliga, dass sie erreichen. Dankeschön. Danke, Guido Hoffmann. Stefan Minkwitz hat das Wort, unser Trainer. Erstmal hallo. Ja. Wie gesagt, der Mannschaft habe ich den Auftrag gegeben, heute sich vernünftig zu verabschieden. Das haben sie getan, auch wenn es erst in der zweiten Halbzeit stattgefunden hat. In der ersten Halbzeit habe ich eine sehr konterstarke Mannschaft von zwei Brücken gesehen, die durchaus auch hätten ein, zwei Tore machen können, ja, weil wir einige schon im Urlaubsmodus hatten. Das haben sie zum Glück gedreht und von daher kann man doch mit dem Abschluss zufrieden sein. Zwei Brücken wünsche ich alles Gute. Mein Guido ist nicht zu beneiden um deinen Job momentan. Und von daher, wie gesagt, auch dir persönlich alles Gute. Danke. Danke, Stefan Minkwitz. Sie haben natürlich wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen an einen oder an beide der Trainer. Das Mikrofon liegt bereit. Gibt es Fragen? Sehe das jetzt nicht der Fall, dann. Hier ist einer. Okay. Herr Minkwitz, ich hätte eine Frage zu Ihnen und der zukünftigen Zusammenarbeit mit Ihrem bis heute Kapitän, dem Timo Wenzel. Freuen Sie sich auf die Zusammenarbeit mit ihm im Trainerteam oder gibt es da vielleicht Reibung? Der Timo wird Cheftrainer der zweiten Mannschaft. Ich sag mal, ich habe mir von ihm Beispiele eigentlich auch einiges abgucken können. Wenn er an mich Fragen haben würde, wie das so ist im Cheftrainerleben, kann er gerne zu mir kommen. Ich denke mal, dass wir auch ein sehr gutes Team werden. Zusammenarbeit der ersten Mannschaft, zweite Mannschaft, finde ich hauptsächlich über Co-Trainer der ersten Mannschaft und Cheftrainer der zweiten Mannschaft statt. Von daher steht dir nichts im Weg. Wir kommen auch privat sehr gut klar. Ich denke mal, das wird schon harmonieren. Weitere Frage gerne. Wie Sie jetzt schon angesprochen haben, Co-Trainer erste Mannschaft und Cheftrainer zweite Mannschaft harmonieren miteinander. Also ist das fix, dass Sie als Co-Trainer weiterarbeiten? Oder gibt es auch die Möglichkeit, Cheftrainer von der ersten Mannschaft zu bleiben? Ich habe einen Vertrag bis 2016 als Co-Trainer, den werde ich erfüllen. Alle anderen Spekulationen, die sind mal dahingestellt. Es ist also nicht im Raum, dass ich hier als Cheftrainer weiter tätig bin. Gibt es weitere Fragen? Seite. Das ist nicht der Fall, dann greife ich die Worte auf unseres Interimstrainer Urlaubsmodus, denn da geht es jetzt rein. Wir wünschen von der SV Elversberg Ihnen allen eine schöne Sommerpause und sehen uns dann in der nächsten Saison wieder. Erster Spieltag ist, glaube ich, der 31. Juli. Frau Lenke, stimmt, genau. Unseren Gästen wünsche ich eine gute Heimreise, ist ja nicht so weit. Und alles Gute für die nächste Saison, für den Wiederaufbau. Und bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen. Auf Wiedersehen.